Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rusty, Rusty, Rust. Gut, ich würde sagen, macht gar nichts hier, es macht keinen Sinn, Alter. Ich hätte halt gesagt, das nochmal auf Stein machen, Blechtür rein. Vielleicht nochmal eine dritte Blechtür rein. In beiden Butzen. Und dann lassen wir einfach den Rustgott entscheiden. Und spielen da morgen weiter bei der Butze, die nicht geradet wurde. Das wäre so der Plan. Mit dem ich gut leben könnte. So. Jetzt aber... Jetzt gucken wir erstmal, ob hier immer noch Mr. Camper ist. Schauen einfach mal. Jedenfalls Mr. Reh hier. Hallo. 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 Can you repair my car? Dürfte echt weg, ey. Muss ja was gefunden haben. Ey. Ja, wir bekommen hier heute keinen Fuß mehr auf dem Boden irgendwie, gefühlt. Weiß nicht, läuft halt nicht. Läuft nicht rund. Ja. Er läuft weg und I don't know, ey. Das mit dem Warner triggert mich gerade, weil ich ihn zuerst auf das Ding runtergeschossen hatte. Das triggert mich echt. Er war halt vor mir auf 7-1 und dann erst ich auf 8. Und ich dachte mir, ich bin so weit weg, die Pumpe macht mir nicht so viel. Ey! You stupid idiot! Ich weiß immer noch nicht, hast du jetzt auf die Fresse gekriegt? Ich weiß immer noch nicht, ob man quatschen kann, ob man das hört, wenn man auf dem Boden liegt. Ja, das hast du davon, ne? Das Karma dir gleich ins Gesicht getreten, Junge. Echt, ey. Kann ich den erstmal umbenennen hier? Putze. One. Gut. Naja, wir müssen jetzt halt los. Es nützt alle nichts, Leute. Ich nehme mal hier. Das Outfit, das ist so geil. Das ist so mega. Es passt halt einfach zu meinem Char. So. Ich habe nur noch einen Knochen mehr. Das ist scheiße. Ich habe nämlich auch keine Knochen mehr. Mach an hier den Bums, ey. Zu heiß. Mhm. Zu heiß. Ah. Ja. Ertrag, Spielzeit die letzten 2 Stunden oder 3 Stunden. Null. Einfach null. Immerhin die Bude drüben hat dicht gemacht, aber auch nicht ganz. Ja, weiß ich auch nicht.
Ihr hört schon wieder so Rumgeballer. Ja, I don't know, ey. Was soll ich sagen? Bin selber schockiert. Von mir. Bin selber von mir schockiert. Aber warte mal, hatte ich jetzt hier noch Holz und Stein? Ja, ne? Könnten wir nochmal Werkzeug machen. Hier sieht's. Naja, hier könnte ich wenigstens noch eine Tür vorsetzen oder zwei. Ja, die Decke aufwenden geht nicht. Ich habe drüben habe ich halt jetzt 1500 Eisenerz liegen. Und hier gar nichts. Ist halt legendär, Alter. Mach mal das Schwein weg für ein bisschen Stoffen, ey. Den Knochen. Wir gucken, was mein Nachbar macht. Aber wisst ihr was? Ich muss jetzt ein bisschen mehr die Leck mich am Arsch einstellen mal wieder kriegen. Irgendwas. So geht's nicht weiter, ey. Müssen jetzt hier mal ein bisschen noch mal zwei Stündchen Attacke machen, ne? Problem ist, es wird schon wieder dunkel, ey, zum Kotzen. Ja, das wäre gerade vielleicht noch mal. So ein kleiner Game Changer gewesen, je nachdem, was er dabei gehabt hätte. Aber er hätte ja auf jeden Fall schon mal eine Pumpe gehabt. Hätte nochmal so einen Motivationsschub gegeben, aber das ist jetzt gerade genau das Gegenteil bewirkt. Er da stehen geblieben ist und ich nicht, ey. Das leider. Leute, jetzt läuft das weg, ey. Mal kommst du immer erstmal einmal zu mir. Junge, wo willst du hin? In eine andere Welt, oder? Was machen wir denn jetzt, wenn es dunkel wird? Na, ich lege das Zeug in eine Butze, dann gucken wir nochmal da vorne, wo ich letztes Mal die drei Stunis hatte. Ob da vielleicht irgendwas nachgespawnt ist. Wenn nicht, ja, mache ich nochmal ein paar Bäumchen in der Nacht. Wow. Ja, wie gesagt, und dann werden wir, wenn es hell wird, den Tag mache ich nochmal, den Ingame-Tag. Sind da meistens zwei Folgen oder so, oder zweieinhalb. Da werden wir halt nochmal gucken, ob wir Loot kriegen oder nicht. Wenn, dann haben wir eh keine großen Klamotten irgendwie, dass wir große Sprünge machen könnten. Und dann starten wir morgen nochmal fresh rein. Wäre so jetzt mein Plan. Jetzt hier schon vorher noch mal auf die Fresse kriegen, ist halt auch scheiße. Also noch einen Nähgang geht eh nicht. Alter, vor allen Dingen hat er noch ein Handy angezeigt gehabt. Mann, Mann. Auch den Dude habe ich halt null gehört. Null. Oh, sehr gut. Oh, das brauche ich. Also es macht keinen Sinn, sich überhaupt anzustrengen, um zu sagen, wir hören mal, ob wir irgendwas hören. Es macht keinen Sinn. Wirklich nicht. Also vielleicht geht es nur mir so. I don't know. Aber... Ja, da ist er. Habt ihr den gehört? Habt ihr den gesehen? Nee. Könnte unser Nachbar sein. Ich hau kurz dieses Eisen rein und dann gehen wir wieder raus. Es ist nur noch Spielen auf Sicht. Nichts anderes, Leute.
Und das ist, das kann es doch nicht sein. Ah, wieder so ein Crossbow-Wichser. Das ist noch nicht durch. Komm, ich brauche es zum Heilen. Das ist 100 pro unser Nachbar. Er hat drauf geschissen, ey. Bäm, Assi-Rust, Alter. Bäm. Einfach Assi-Rust. Und jetzt sehe ich nichts, ey. Den Ofen anmachen. Ja, einfach mal Assi-Rust. Bam, Alter. In your fucking face. Ist scheiße, ne? Ja, seine Waffe konnte ich leider nicht mehr aufnehmen. Ich weiß auch nicht, was er gehabt hat. Wahrscheinlich eine halbautomatische Pistole oder sowas. Aber wir können ja nochmal fix gucken gehen. Wir haben ja nichts zu verlieren. Also mal eben alles hier rein. So, gönn dir. Ich hab Pistolenmuni gehabt, ey. Wäre natürlich dann der Jackie gewesen.
Das verstehe ich jetzt nicht. Ist er denn nicht direkt gespawnt und ist rausgegangen? Rausgekommen. Naja, wir haben hier auf jeden Fall mal ordentlich begrüßt in dieser Nachbarschaft. Nice! Da muss ja direkt die Muni leer, die ist weg, Bank 1, ne? Wenn sich da nichts geändert hat. Hat der uns netterweise den Scrap gleich mitgebracht dafür. Hat so ein Waffendicht drauf? Ne, das komische Visier, Alter. Aber gut, dann lernen wir das erstmal. Na ja, gut, ich meine, wenn es dann nach 2 Stunden so läuft und man dann auf einen Schlag 380 Scrap macht oder was das waren, dann ist das okay. Ne? Dann kann man das wieder ausgleichen. Ach, herrlich, jetzt kann man sogar Taschen lampen. Nice, ey. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn da irgendwas gehabt hätte, was man lernen kann, weil die kann man immer noch nicht lernen. Ne? Nee. Natürlich shitty. Aber gut, jetzt brauche ich ein bisschen. Junge, muss ruhig hier langlaufen. Jetzt kannst du auch ruhig jetzt die Door campen. Das ist mir wurscht. Ja, es wird eh nicht jucken, glaube ich. Die Leute an diesem Visier finden. Also ich persönlich nichts. So, wir müssen Gunpowder machen. Ob wir ein bisschen Muni zusammengekritzt. Hat er vielleicht zufällig noch 2 Rohre gehabt? Sehr, sehr gut. Ein kurzzeitiges, freudiges Ereignis. Und Bärenfleisch. Und der hat auch noch gelesen. Können wir 4 Schuss grüne Muni. Durchspuren, das war von mir. Ein kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont. Okay. Auch halt hier mehr Eisenerz, Alter. Basic and double work. Ach, die Pika hat er auch. Ja, sehr gut. Werde ich lernen. 2 Schallis. So, lerne ich Hatchi auch, oder was? Hatchi kostet mich 150 als Scrap. Kostet mich das Duty. 20,2, okay, das macht noch keinen Sinn. Erstmal hier, ja. 1, 2. Komm endlich mal von dieser scheiß... Scheiß Fackelscheiße weg. So. Wow. Ah, Metallfragmente, ey. Fuck. Brauch halt einfach Eisenfracks. Ja, da denke ich auch nie dran, ne? Dass man sich die Scheiße hier am Bandit Camp und so eintauschen kann. Einfach hier so eine M92-Piste. Da denke ich nie dran.
Sieht man mal, dass ich nicht so der PvPler bin in diesem Spiel. Ja. Haben wir aber auf jeden Fall erstmal dicht. Das ist schon mal viel wert. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch 250 sind für 100 oder was. Oder war es 1 zu 3? I don't know. Auch das weiß ich einfach nicht mehr. Hm. Ne, da würde ich gar nicht hin. Ja, wir müssen die Sache jetzt eh erstmal ein bisschen abkühlen lassen hier, ne? Der wird wahrscheinlich erstmal gerade ein bisschen pissig sein und hier wahrscheinlich erstmal die Gegend campen. Aber gut, am Ende des Tages hat er es nicht anders verdient. Er hat also zuerst auf uns geschossen da hinten. Das war er nämlich. Ich meine Hand für ins Feuer legen. Aber Mitleid in Rust sollte man ja eh nicht haben. Also von daher, alles Judy, ne? So. Das Visier packen wir mal weg. Vielleicht lernen wir das nochmal. Sehr gut, sehr gut. Natürlich kann ich jetzt nicht beides riskieren. Ich habe nur diese beiden Schusswaffen. Dann bleibt das hier. Aber auch egal. Selbst wenn wir jetzt gleich sterben sollten. Also ganz ehrlich. Ist dann echt nicht so wild. Wir haben die Pistol-Muni schon mal gelernt. Wir haben die Headshot gelernt, was super wichtig ist. Beziehungsweise die Picke, die Headshot lerne ich jetzt. Wenn ich dafür diesen Scheißhammer lernen muss. Und ich schwöre euch, direkt danach finden wir den Mist. No path. So, man sollte ja erstmal... Was habe ich da? Muss ich das echt einzeln anklingen? Ich dachte, ich könnte das jetzt hier... So, dann haben wir das auch, was super ist. Und ich habe einen Suit liegen, den wir natürlich auch erstmal safen werden. Ich hoffe, wir werden auch erstmal die Pistole hier liegen lassen. Ich hoffe, wir werden jetzt nochmal ganz abgewichst hier der Combo vor die Tür treten. So, wir brauchen Eisen. Und Scrap würde ich halt auch noch schon mal ganz gerne lernen. Aber selbst wenn wir dann geradet werden würden, gut, wär, geil wäre natürlich noch halbautomatische Pistole oder sowas. Ne? Ja, aber idealerweise die vier Decken aufwerten. Wände hier noch rein. Doppeltüren rein. Und dann auf jeden Fall hier vorne die Wände, die Dreiecke durchziehen mit Türen und das Dreieck aussetzen hier auf jeden Fall. Also die Seite auch. Weil eigentlich ist es logisch, dass hier in dem Raum der Bauschrank ist. Das ist halt wieder so ein bisschen... Aber hier ist jetzt auch zu viel los, um den Bauschrank mal kurz wegzunehmen und zu sagen, ich setze den Bauschrank draußen in ein Dreieck rein. Was ich halt vorzugen würde. Könnt natürlich die Dreiecke setzen draußen. Und dann von innen die Wand wegpicken. Das könnte ich machen. Aber auch dafür bräuchte ich erstmal eine Menge Metal Fracks. Was wir halt aktuell nicht haben. Wir hätten drüben in der anderen Butze über 1000. Also Erze. Ja.
gut, ich muss noch was snacken. Ja, stell dich doch nicht rein. Bärenfleisch. Macht er gleich zwei fertig, oder was? Bärenfleisch auch noch fünf, ja. Aber gut, ich sehe auch gerade, wir sind am Ende einer Folge. In diesem Sinne, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und irgendwas wollte ich noch erzählen in dieser Folge. Bin ich voll von weggekommen. Machen wir also in der nächsten Folge. Also in diesem Sinne. Haut rein. Bis dann. Tschüss.